Und dann bin ich an einem Sonntagabend, irgendwann im November, Dezember, mit einer Kassette, mit Musik von Schnittke, das ich eingespielt habe, bin ich zu ihm nach Hause gegangen und wollte eigentlich diese Kassette und einen kleinen Brief in seinen Briefkasten werfen. Und es war so in Eppendorf in Hamburg, die Briefkasten waren drin und nicht draußen. Das heißt, du musstest reinkommen ins Haus. Und dann habe ich geklingelt in einem so einen Moment des Wahnsinns und die Tür ging auf. Ich ging da rein und dachte, ich werfe das in den Briefkasten, dann verschwende ich ganz schnell. Und als ich dabei war, das zu tun, machte die Tür im ersten Stock auf, Licht ging ran und dann hörte ich seine Frau. Und sie sagt, wer ist da bitte? Und da war so ein Moment, was tue ich? Renne ich weg und werfe einfach den Brief oder bleibe ich? Und dann bin ich geblieben und bin dann hochgekommen, habe versucht zu erklären, wer ich bin. Sie schaute mich ein bisschen besorgt an. Und ich sagte, ich bin Geiger, ein Student und ich habe eine Kassette mit der Musik von Alfred Schnittke, ob ich ihr das geben kann. Und dann sagte sie, kommen Sie rein. Und machte die Tür auf. Und ich ging rein in die Wohnung und da saß Schnittke auf dem Sofa und hat Fernsehen geschaut. Und ich stand da eine Weile mit meinem Umschlag und sie sagte, setzen Sie sich neben ihn. So, und dann habe ich mich hingesetzt neben ihm und dann haben wir beide ein bisschen Fernsehen geguckt. Und dann nach ungefähr 20 Minuten drehte er zu mir und sagte, wer sind Sie? Und es war noch Sportschau. So.